Ob nun als Hauptgericht oder als Beilage, Kartoffelgratin geht fast immer. Ich zeige dir jetzt das wohl einfachste und schnellste Rezept. Als erstes die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Ich nehme dafür etwa 400 Gramm festkochende Kartoffeln. Falls du gerade nur vorwiegend festkochende zur Hand hast, kannst du diese ebenfalls nehmen. Die Scheiben sollten so ungefähr 2 bis 3 mm dick sein. Die Schale oder Auflaufform mit etwas Butter bestreichen und die Kartoffelscheiben fächerweise hineinlegen. Jetzt nimmst du dir Sahne und würzt diese mit Salz, Pfeffer und Muskat. Für 100 Gramm Kartoffeln benötigst du ungefähr 40 ml. Alles verrühren und über die Kartoffeln gießen. Als Käse zum Überbacken reibe ich ein Stück Gouda. Du nimmst natürlich den Käse, der dir am besten schmeckt. So, jetzt noch schnell die zweite Schale fertig machen. Und dann ab in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 35 bis 40 Minuten. Falls du eine etwas größere Form Kartoffelgratin machen möchtest, ich denke mal so ab 800 Gramm Kartoffeln, dann rechne ungefähr 10 bis 15 Minuten längere Backzeit ein. Kartoffelgratin kann man natürlich als einzelnes Gericht essen, aber ebenso passt es auch als Beilage zu vielen anderen Gerichten. Zum Beispiel zu gebratenem Lachs mit Fenchel-Möhrengemüse. Diese Rezepte zeige ich dir in anderen Videos. Und wenn du diese nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn diese erscheinen. Wenn dir dieses Rezept gefällt, hinterlass mir ein Like und einen Kommentar. Und dann hoffe ich, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleib gesund und mach's gut. Ciao.